Willkommen zurück zum zweiten Teil der verrücktesten Expedition hier auf YouTube, den Pariser Katakomben. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der dieses Format teilt und unterstützt, und ich verspreche euch, dass diese Videoreihe nicht die letzte gewesen sein wird, wo wir so ein krankes Projekt starten. Im ersten Teil habt ihr gesehen, wie wir abgestiegen sind in die Unterwelt von Paris. Das Tor zur Unterwelt. Viel Spaß mit dem Video. Von komischen Begegnungen bis hin zu eigenen Kulturen, die sich dort unten in dieser Unterwelt gebildet haben, sollte das erst der Anfang gewesen sein. Denn ihr habt keine Ahnung, was euch noch erwarten wird. Komm, mach eine Kette. Nein, ich rieche es auch schon richtig unruhig hier. Ja, ja, ich glaube, es fängt langsam an. Wir kommen immer mehr in den kritischen Bereich. Also, es ist das erste Mal, dass wir von der Route abkommen müssen. Scheiße. So langsam geht die Planlosigkeit voran. Warte mal, pst. Die Psychospielchen beginnen. Taco, es geht los. Was denn? Knochen. Hier geht's ins Reich der Toten. Wir sind in dem illegalen Teil der Katakomben unterwegs. Das ist das krasseste Abenteuer, auf dem wir je waren. Jetzt weiter den Weg hoch und dann achten wir auf diese Gabelung hier oben. Okay. Ja, und dann müssen wir uns links halten. Links, links halten. Wir müssen weiter nach oben. Boah. So Leute. Ach du Scheiße. Einmal hier abseilen, bitte. Was ist das? Da oben sehe ich den Gullideckel. Gullideckel, ja. Alter. Das ist dann wahrscheinlich so ein Eingang ohne Stufen. Einfach runterspringen. Oh, Scheiße. Oh, krass, ey. Du kannst halt hier überall lang. Guck euch mal die kleinen Löcher hier an. Und das erklärt auch diese 300 Kilometer, die hier überall unter Paris vertunnelt sind, auch mit verschiedenen Layern und so. Ebene 1, 2, 3 und so weiter, bis es richtig tief wird. So, hier ist der Weg, der hier abgabelt. Das, den müssen wir lang? Ja. Wir links so halten, hast du ja gesagt, links, ne? Links halten, genau. Das ist der Gang, der einfach nur so wieder schräg zurückgeht. Vor allem, wir sind jetzt schon ge***t. Wir haben ein Drittel des Weges geschafft, bis wir erstmal an unserem Ziel sind. Und dann, wenn wir an unserem Ziel sind, müssen wir alles komplett wieder zurücklaufen, weil es gibt nur den Ausgang, den wir als Eingang genutzt haben. Ja, richtig krasses Abenteuer. Boah, das ist mega glatt, die Leute. Krank. Hier rutscht man richtig. Boah. Das ist. Okay. Shit. Okay, da wird es nochmal richtig eng. Scheiße. Und nass. Wir sind jetzt irgendwo zwischen hier und hier. Aha. Und dann werden wir hier über die Kreuzung weiter geradeaus und an der nächsten Kreuzung biegen wir links ab. Okay. Dann geht es hier oben lang. Dann gehen wir hier oben lang und da, da und da und dann sind wir schon fast da. Fast. Wir kommen so langsam auf die Höhe von dem legalen Katakombenbereich. Aber wir werden es nicht sehen. Weil wir gehen halt auch nur dran vorbei. Leute, ich rieche mich schon selber, ich bin komplett am Schwitzen, das ist richtig widerlich. Aber geil. Berkan liebt's. Aber ja. Geil. Und wir ziehen durch. Weiter safe. Geht's. Komm, let's go. Oh Gott. Stefan! Ja. Wir machen jetzt gleich eine Kette hier drin, dann gehen wir die Klamotten durch. Jetzt bin ich an der Reihe. Macht eine Kette, macht eine Kette. Derjenige, der da irgendwo stehen bleiben kann, bleibt stehen. Der kann in der Mitte. Warte kurz. Scheiße, ach du Scheiße. Soll ich euch Sachen abnehmen? Oh shit. Okay, ihr willst richtig dreckig. Ja, das ist echt widerlich. So, macht eine Kette, dann gib ihm Stefan die Klamotten ab. Ja, ich könnte mir was rübergeben. Oh ja, aber den nächsten. Klein Meilenstein. Rue de la Tombe, Iso, ich weiß nicht viel über Französisch, aber Tombe ist auf jeden Fall. Grabstein. Ja. Was steht da? Da sind wir wohl richtig, ne? Boah, man hört nur so schweres Atmen, die ganzen Schuhe sind nass und so, ne? Ja. Wir sind jetzt schon am Eimer, ne? Ja. So, vor allem den richtigen Mann. Weg wieder zu finden. Ich habe das Gefühl, dass wir uns immer mehr den Gräbern nähern, oh, weil es auch schon mit Tom stand. Oh.
Ja, ja, safe. Okay. Marco, das ist in den Süden. Boah, das scheint die nächste Folge zu sein. Crazy. Da geht's weiter noch. Überall tiefe, dunkle Gänge. Aber hier ist auch wie so Platten irgendwie, ne? Also ja, das ist gemauert richtig hier alles. Das scheint gemauert, ja. Das ist richtig gemauert hier alles. Also hier sind wir so relativ nah an dem offiziellen Bereich der Katakomben. Und so nah werden wir wahrscheinlich jetzt heute auch nicht mehr sein, außer auf dem Rückweg. Ich meine, ich rieche es auch schon. Riecht modrig hier. Ja, ja, ich glaube, es fängt langsam an. Riecht nach Tod, Freunde. Wir kommen immer mehr in den kritischen Bereich. Es fing damit an, dass ein komischer Geruch in der Luft lag und die Gänge sich in verschiedene Ebenen aufgeteilt haben. Das Reich der Toten war definitiv nicht mehr weit von uns. An dieser Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön an LED Lenser, die uns mit extremst hochwertigen Taschenlampen, hergestellt in Deutschland, für diese Expedition ausgestattet haben. Wir waren insgesamt 9 Stunden in den Katakomben und mussten nicht einmal die Akkus wechseln. Abnormal gute Qualität und deswegen meine persönliche Empfehlung. Mit dem Rabattcode LEONTV15 spart ihr zusätzlich noch 15%. Es lohnt sich also wirklich. Hier entlang? Oder da? Nein, hier lang. Okay. Dieses, glaube ich, verunsichert mich jedes Mal bei ihm, ne? Junge, du wärst heute noch die Scheißtruppe. Alter, was ist das? Ein Altar oder so, ne? Das sind wahrscheinlich die Schuhe von den Leuten, die hier unten gestorben sind. Die nicht mehr rausgefunden haben. Also werden unsere Schuhe nachher auch hier liegen. Oh, mit dem Löffel und so, irgendwie ganz weird, ganz keine Ahnung. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht richtig. Da steht hier Rue. Okay, Leute, ich muss mal wieder. Besu. Okay, Leute, wir müssen wieder die Karte checken. Oh mein Gott! So ein Witz. Ich wurde nicht mal so erschrocken, ich bin erschrecken trotzdem. Geil, ey. Warum immer ich, ey? Ich hasse das mit diesen Menschen. Ich glaube, ja, wir drehen bald alle durch hier oder so. Okay, jetzt ist guck mal die Tür. Ihr habt das nicht gesehen! Ihr habt das nicht gesehen! Ich habe verstanden! Mein Gott! Wir lachen ja jetzt noch und haben echt Spaß hier. Ich bin mal gespannt, ob sich das Blatt heute noch wenden wird. Ja. Und wir vielleicht noch sogar in Panik geraten werden. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, als das hier alles gebaut wurde, hatten die Leute keine Elektrizität, ja, und sind hier mit Fackeln rumgerannt. Also Fackeln, glaube ich, weniger, oder? Mit so Öllampen oder so. Ja, oder so, genau. Also das kann man sich nicht vorstellen. Stell mal vor, uns geht das Licht aus. Wir müssen hier mit, weiß nicht, Kerzen oder sonst irgendwas. Ey, das ist geisteskrank, dann bist du richtig im Arsch. Ich weiß nicht, ob man das sieht, Leute, aber hier sind ja extra nochmal immer diese Mauern gezogen mit diesen anderen Steinen. Ich kann mir vorstellen, dass dahinter wahrscheinlich irgendwelche alten Gebeine liegen. Das kann sein, ne? Ey, kommt mal rein hier. Wir können mal kurz ein Päuschen machen, vielleicht sogar ein Käffchen kochen oder so. Kaffee! Ja, geh mal rein da. Hier ist so ein runder Raum, Leute. Wie so eine Spinne, ey. Alter, was ich krass finde. Diese Gesichter, die hier einfach in die Wand eingemeißelt wurden. Heftig, ey. Und hier ist so ein mega, mega langer Tunnel, der nach oben führt. Ich weiß nicht mal, ich sehe das Ende nicht mal. So tief sind wir gerade. Leute, man merkt wirklich die Wärme, ne? Das wärmt dich einfach auf. Die Taschenlampe, weil die so. Echt, die wird warm, heftig, oder? Ja. Die wird einfach warm, wie geil. Die gute LED-Lampe. Ja. Ich komme heißt auf Französisch übrigens Arpiton. Arpiton! Hör doch auf, da kommen noch welche, Mann. Egal. Jetzt reicht's, wir gehen jetzt weiter. Es eskaliert schon wieder. Warte, wir müssen das ein bisschen realistischer gestalten. Ah! 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 Fünfer, wenn du weitermachst. Nein, ich geb keinen Fünfer. Das war ein Scherz. Auf! We don't speak French, sorry. We're looking for friends, they are not here. Ah, okay. Did they get lost or something? We have an hour. Okay. So, là, on a rendez-vous avec Demerge. Ah, okay. Voilà. Tranquille. Il est pas là. Hello. Hello.
So, Freunde, es geht weiter. Wir haben gerade noch mal in diesem Raum etwa 6 oder 7 Franzosen getroffen. Aber ich muss zugeben, an der Einstellung hatte ich ein bisschen komisches Gefühl. Wir hatten uns gerade kennengelernt, man hat gemerkt, die sind korrekt, aber dann kam der eine so richtig nah und hat halt voll Interesse an meiner Kamera gehabt. Ja. Und der hat halt getrunken, deswegen. Ja, ich glaube, der hatte auch wirklich Interesse an meiner Kamera, aber ich habe die halt so festgehalten in dem Moment, weil ich Schiss hatte. Dann kam der andere noch von der anderen Seite. Man weiß ja nicht, ne? Vielleicht tun die nur auf nett und stehlen mir dann die Kamera. Kann passieren. Weißt du, ob wir die getötet hätten, wenn das passiert? Oh. Ja, aber you never know so. Ich habe schon ein bisschen Bauchkribbeln in dem Moment gehabt. So, jetzt bin ich aber gerade überfragt hier. Müssen wir da lang oder was? Kannst du schon lang treten, oder? Ja, drüber geht's nicht weiter, so wie es aussieht. Hier rein. Hier rein? Und dann links? Ach du Scheiße. Da müssen wir jetzt nicht rein. Ich kann euch das ja mal zeigen hier vorne. Das kannst du nicht vorstellen, da können wir nicht durch, Junge. Also da können wir durch, aber es wird die Hölle. Also so wie ich das sehe, müssen wir da lang. Gibt's noch einen anderen Weg? Ja, hier lang. Und da geht's auch lang? Weiter. Und ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Willst du nicht den Rucksack absetzen? Ja, ich will nur einmal gucken. Ist schon hart eng, ne? Alter. Das glaubst du nicht. So durch. Nee, da kommen wir nicht weiter. Das ist der Raum, wo wir vorhin waren. Jetzt sind wir hier ein Stück weiter gegangen. Jetzt kommen wir hier eigentlich an eine T-Kreuzung an. Wir müssen nach hier oben und dann hier rüber und hier weiter hoch. Hey, lass uns doch links und dann rechts und dann nochmal rechts. Ja, das können wir machen, wenn das funktioniert. Ich weiß nicht, da hinten geht es auch um die Ecke rum. Viel mehr Möglichkeiten haben wir noch nicht. Also, das ist das erste Mal, dass wir von der Route abkommen müssen. Scheiße. Was mir ein bisschen Bedenken macht, wir haben tatsächlich vorhin in diesem Raum da Stimmen gehört, aber es kamen keine Leute vorbei. Und der Weg führte halt direkt an unserem Raum vorbei. Das lässt mich. Ja, aber ich weiß nicht, man erzählt sich, dass man hier nach 0 Uhr, dass man die Stimmen der Toten hören soll. Ja, aber was ist, wenn das einfach. Das hat sich so ein bisschen wie so ein Geflüster oder so. Ich weiß es nicht. Ich will nicht sagen, es ist paranormal gewesen. Es war schon weird. Boah, hier ist irgendwie ein komischer Geruch, ich weiß nicht. Das riecht hier nach Öl. Der Geruch wird auch immer mehr mit dem Öl. Boah, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, irgendwie. Ich weiß nicht. Das erinnert mich an die Story mit den Gasen, weißt du? Wo dann so Leute da so Gase gesprüht haben. Nicht, dass wir hier gleich ohnmächtig werden. Jetzt? Ja, ich würde sagen, jetzt rechts und nochmal rechts dann, ne? Eigentlich, oder Robin? Rude los. Wir sind jetzt auf der Route, wo wir gerade vorstanden. Ich weiß nicht, warum das da so zickzack geht. Alter, das sieht schon nicht mehr safe aus hier. Guckt euch das an, ey. Ein Stein muss weg und es bricht hier alles zusammen. Was ist das denn? Oh mein. Ist das so ein Brunnen? Ja, okay, aber da geht es unten nicht weiter. Warum? Die ganz einfache und verstörende Antwort auf die Frage warum ist, dass sie früher alte und ehemalige Brunnschächte wie diesen hier genutzt haben, um die Gebeine in die Katakomben herabzulassen. Ein weiterer Indiz, dass wir nicht mehr weit waren und mittlerweile spürte man das auch. Verfugt hier. Ja. Was war das? Warst du das? Nein. Einmal kurz gebollert laut. Ja. Ich sag euch auch jetzt schon, Safe Call, die Katakomben sind einen zweiten und sogar wahrscheinlich auch dritten Besuch wert, weil man hier so viel sehen kann. Overnight. Für ein Overnight vielleicht, 100.000 Abonnenten Special, ich weiß es nicht. Da müsst ihr sie voll machen. Also bei 1.000 Likes machen wir ein Overnight. Hallo, 1.000 Likes gehen schneller als du denkst bei mir. Nein, sagen wir 100.000 Abonnenten. 100.000 Abonnenten ist doch ein gutes Ziel. Bei 100.000 Abos machen wir hier einen Overnighter drin. Das wäre halt richtig krank. Junge, Alter. Tja, da filmt man einmal nach oben und sieht, was direkt passieren kann. Ja, direkt in so ein Loch rein. Ja. Ist zum Glück nichts passiert, aber es geht hier so schnell, Leute. Es geht so schnell. Man konzentriert sich einmal eine Sekunde auf die Kamera und rutscht direkt in ein Loch ab. Schuhe wieder komplett nass. Gerade trocken geworden. Aufpassen. Ach du Scheiße. Da geht's runter. Ich frag mich echt, wie tief. Also wir sind noch mittlerweile einige Stunden hier drin unterwegs. Wir haben mittlerweile, was, 1:30 oder was, ne? Also wir werden hier safe erst im Hellen auch rauskommen. Alter. Ich gehe mit meiner Laterne. Meine Laterne mit mir. Mein Licht geht aus, ich gehe nach Haus. Das Kranke hier ist halt auch, wenn man einen ruft und die anderen weiter weg sind, man hört's nicht. Also der Ton
der verfängt sich hier so schnell in den ganzen Gängen, dass man halt wirklich so schnell, wenn man hier von seiner Gruppe weg ist, einfach nicht mehr gesehen und gehört wird. Mittlerweile sind wir am Punkt, ich würde nicht mehr alleine zurückfinden. Jetzt muss ich es wirklich sagen, weil auch so die Graffitis, die werden immer weniger. Hier sieht fast alles teilweise gleich aus. Boah, das ist so gruselig, diese Kerker, die hier so runtergehen, ne? Warte mal, pst. Warte mal, sei ruhig. Okay, das waren unsere Stimmen wahrscheinlich. Das hallt teilweise so, dass man denkt, man hört Stimmen von anderen. Die Psychospielchen beginnen. Mein Zeh fängt langsam an, ein bisschen weh zu tun. Ihr müsst euch vorstellen, die Füße sind über Stunden lang komplett feucht und werden höchst belastet. So, es ist halt logisch. Also ich hoffe, dass sich da nichts entzündet an den Füßen oder so, oder man da irgendwelche offenen Wunden später hat. Ist nicht unwahrscheinlich bei sowas. Kommt irgendwer und spricht oder so. Hast du dasselbe Gefühl wie ich manchmal? Ja. Und hier haben wir schon die ersten Menschen. Nein, oder? Es fängt an. Es fängt an. Ja. Es fängt an. Das, meine Freunde, ist ein menschlicher Knochen. Taco, es geht los. Was denn? Knochen. Fuck. Okay. Fuck. Und da ein Mensch. Da war noch ein Becken da vorne. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber hier sind, warte mal, hier sind auch die Augenhöhlen. Ich kann das nicht fassen, Alter. Ich kann das nicht fassen. Die 142 Stufen. Lass mal kurz ein paar Teile. Alles gut? Nee, alles gut. Schau dich. Ich wollte dich nicht wegbohren. Oh, Junge, Stefan ist gerade ins Rutschen gekommen. Oh, hallo. Hätte ich hier fast Madame geküsst. Da ist kein Geländer, nichts. Ich weiß nicht warum, aber das vermittelt ein Gefühl, dass hier neben mir quasi ein Toter ist. Das ist, ich kann das nicht in Worte fassen. Das kann man nicht in Worte fassen, wenn man nicht hier ist. Okay, also hier muss man extremst aufpassen. Ja. Hier geht's ins Reich der Toten. Nochmal, keine Ahnung, gute 5 Meter runter. Und wir dachten, das wäre schon krass. Wir dachten einfach, es wäre schon krass. Okay. Ist das extrem, oder wie? Ja, es wird richtig extrem. Ach, guck dir das mal an, das ist wie ein Abstieg in die Hölle, sag ich dir. Da sind einfach noch Zähne. Hier geht eine super steile Treppe nach unten. Oh mein Gott. Herzlich willkommen im Hauptteil der Katakomben. So, das ist so, jetzt weiß man, dass um einen herum Tausende, Abertausende, Millionen von Toten liegen. Ich denke mal, Robin, es macht Sinn, wenn du vorgehst. Ich weiß nicht, wo lang. Ich auch nicht. Das ist Chor. Ich nehme jetzt halt auch nochmal ein Stück wieder nach oben und auch noch dahin lang. Es geht hier, oh Alter. Ich werfe einen Blick nach oben und sehe auf einmal das. What the fuck? Also das sieht echt gruselig aus irgendwie. Also wir befinden uns gerade hier unter dem Friedhofbereich. Kann auch sein, dass wir gleich in so einer Gruft stehen auf dem Friedhof. Und andere Leute, die fahren jedes Jahr, was weiß ich, 14 Tage Griechenland. Und wir gehen nicht mehr lang. So pauschal, ne? All inclusive. Ja. Boah, Berken, du siehst auch mittlerweile aus, ne? Wirklich. Man hat so vor jeder Ecke Angst, ne? Ehrlich. Weil man einfach nicht weiß, was dahinter ist. Hier auch schon wieder Gebeine. Die sind auch irgendwie. Die sind teilweise beschriftet, ne? Da haben Leute halt echt Sachen drauf geschrieben. Langsam verliert man dann doch die Orientierung. Vielleicht was für Knochen das sind. Okay, hier geht's also, hier geht's richtig los. Hier geht es richtig los. Das ist creepy. Vor allen Dingen, das sind alles individuell tote Menschen, die Schädel, die wir sehen. Ja. Das sind alles Tote. Da links ist was ist denn das? Wie so ein Fenster oder so? Ah, guck mal hier voll. Sieht geil aus. Das ist richtig gut gemacht, ja. Guckt euch das
mal an. Boah, der Robin, geh mal wieder vor, Alter. Ja, Robin kann vorgehen, ganz ehrlich. Nein, komm, komm, Berkan, zeig mal, wie mutig du bist. Halt's Maul, ich hab Angst vor so ein kleines Kind, ey. Vielleicht steht da so ein kleines totes Kind um die Ecke. Vielleicht steht da so ein kleines totes Kind um die Ecke. Gleich steht da so ein kleines totes Kind um die Ecke. Ein Witz, welchen man sich ehrlicherweise im Angesicht der Toten um uns herum durchaus hätte sparen können. Jetzt wird es wirklich gruselig. Fast so, als hätten die Toten unseren Gesprächen gelauscht, werdet ihr nicht glauben, was wir plötzlich an der nächsten Ecke gehört haben. Alter, es geht überall lang, Robin, überall. Hier geht's hier, geht kreuz und quer, Mann. Ja, wir sind hier in einem Rondell. Und ich habe schon wieder das Gefühl gehabt, dass ich von da eine Stimme gehört habe. Aber es ist, ich weiß nicht, ob es unsere Stimmen sind, die sich reflektieren oder was. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist ja gruselig. Bleib mal gerade da stehen. Nur damit psst, psst. Das hast du gehört, oder? Sei mir ehrlich, das hast du gehört. Ja, das habe ich gehört. Das war wie eine scheiß Kinderstimme. Es ist, oder? Ja, so eine hellere, ne? Ich habe nichts gehört. Nee, da war echt was. Das hab ich auch gehört. Ey, wir sind komplett scheiße, verdammt nochmal alleine hier. Ich hoffe, man hört's auf der Aufnahme. Ich krieg grad Gänsehaut. Es wird noch schlimmer. Zuschauern von Urbex Adventure, also unserem guten Navigator Robin, ist aufgefallen, dass man an fast derselben Stelle auch eine Art Kinderstimme hört. Und das, bevor mein Video hier überhaupt erschienen ist. Hört ganz genau hin und schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ey, das war wirklich wie so eine Mädchenstimme, so eine von einem kleinen Mädchen. Also das ist jetzt wirklich ganz spannend. Das kam aus der Richtung. Ey, das war wirklich wie so eine Mädchenstimme, so eine von einem kleinen Mädchen oder so. Es ist jetzt wirklich kein Spaß. Ja, das kam aus der Richtung. Und ich weiß nicht, ob das so smart ist, ey, weil hier müssen wir eigentlich nicht lang. Bleib mal da stehen, an der Kreuzung. Ich wollte eigentlich nur mal gucken. Ja, okay, dann geh mal zurück, nicht, dass wir uns verlaufen, ey. Das kann ich mir nicht einbilden. Hat sowas wie eine Mädchenstimme. Robin auch. Also gehört Robin auch. Selbst Robin weiß nicht mehr, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich frage mich langsam, ob wir die hier wieder herausfinden. Zumal überleg mal, wie lange wir jetzt schon hierhin gewandert sind. Ja, Leute, ich zeige euch nochmal die Zeit. Wie viel Uhr? Es ist jetzt 2.18 Uhr. Und? Aber da ist eine Wand. Was ist da? Hast du? Hier geht's irgendwie hoch. Echt? Theoretisch. Tatsache, Alter. Aber die Frage ist, wie weit? Geh erstmal in die Richtung weiter. Leute, so langsam geht die Planlosigkeit voran. Scheiße. Werden wir jemals hier wieder rausfinden? Ich glaube, nein. Was? Kerzen? Nur ein Schuh und ein Bier im Auto. Alter, die sehen wirklich relativ frisch aus, ja. Euch ist schon bewusst, dass wir hier später auch irgendwo noch eine PU machen, ne? Hier waren wir. Ja. Warte mal, hä? Wo ist denn die Treppe gewesen jetzt? Ein Stück zurück, oder? Nee, da waren wir hier. Das habe ich vorgelesen. Ja, ja, hier waren wir, hier waren wir. Ah, lass mal nochmal zur Treppe zurückgehen und dann gucken wir nochmal. Ihr merkt, ey, so langsam geht's los. Scheiße, hier sieht aber auch alles gleich aus mittlerweile. Es ist kaum noch Graffiti hier. Können wir uns verlaufen, ne? Es ist halt die Frage, in welche Ebene wir sein müssen. Sind wir zu tief? Es kann halt sein, dass wir eine Ebene rüber müssen oder so. Wir sind jetzt an dem Gang hier. Wir sind von dem hier gekommen. Geht's hier vorne nochmal irgendwo links durch? Hier liegen wieder Knochen auf dem Boden. Ja. Geh mal die nächste rechts. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es nur noch ein Experimentieren. Ja, da vielleicht. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Das ist nicht gut. Hey, Robin, ist das jetzt sicher, dass wir richtig sind? Nein? Also mittlerweile habe ich wirklich die Übersicht verloren. Ich könnte auch nicht mehr zurückfinden. Könntest du noch zurückfinden, Taco? Sag mal. Auf keinen Fall, habe ich eben schon gesagt. Shit, ey. Haben wir auch weiter geradeaus gehen können bei der Treppe? Ha? Wo wir runter sind. Ich meine auch nicht eigentlich. Ja, ich auch nicht. Doch, da ging ja noch weiter, oder? Ja. Ich glaube, wir hätten da lang gemusst. Obere Ebene. Wir kommen auf einer oberen Ebene. Weil da geht jetzt eine Leiter einfach mal hoch, oder? Es stimmt halt nicht mit dem Plan überein hier unten. Grob ja,
aber nicht so besonders. Ich würde sagen, wir gehen die Treppe nochmal hoch und gucken da nochmal weiter, weil der Plan passt hier unten nicht so ganz. Also ich gehe jetzt, ich glaube, wir sind auch noch auf der falschen Ebene oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube es auch. Vielleicht hätten wir nicht runtergehen müssen. Ja. Vielleicht war das Runtergehen ja nur ein anderer Zugang irgendwie, um schon mal ein bisschen Vorgeplänkel zu geben wegen den Schädeln. Weil wir sind jetzt den Schädeln gefolgt und alles. Ja. Ja, wir sollten vielleicht doch erst noch zur Treppe zurückgehen, dass wir wieder einen Orientierungspunkt haben. Safe, da safe, ne? Nicht jetzt hier irgendwelche anderen hoch wieder in irgendwelche anderen Ebenen oder so. Komm. Ja, mal wieder Schädel. Und gucken, ob wir auf der Ebene irgendwie noch den Knochenthron, unser Ziel finden für diese Nacht. Aber du hattest das vorhin auch gehört. Das ist auch gehört, aber wir sind ja noch ein Stück weit gegangen, da war eine Wand. Also da ging es nicht mehr weiter, war Dead End. Es können halt auch keine Leute gewesen sein dann. Ne? Boah, guck mal, ey. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Also da sieht man, was sich hinter den Steinmauern verbirgt. Uns allen war klar, wir sind von unserer Route abgekommen. Auf der Suche nach dem Knochenthron war die letzte Hoffnung die, zur Treppe am Anfang zurückzugehen und von dort einen anderen Weg zu nehmen. Einen noch schlimmeren. Ich habe euch nicht mehr gehört. Ey. Echt? Ja. Ach du Scheiße. Da, guck mal, wie schnell das geht, dass auch diese, dass der Ton sich verfängt. Ich hab nichts mehr gehört. Und deswegen ist es auch, guck mal, wir haben jetzt schon zwei, dreimal Stimmen gehört, aber es kamen keine Leute. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das auch keine Leute waren. Ich mein's wirklich ernst. Ich finde das sehr, sehr weird. Das ist komisch. Ich bin normalerweise sehr realistisch, was sowas angeht. Also ich bin auch nicht safe überzeugt, dass es Geister oder so gibt, aber hier habe ich echt ein komisches Gefühl. Nee, ich dachte. Okay, dann hier. Also wir sind wieder zurück bei den Schädeln. Robin, checkt jetzt einmal ab, ob es da weitergeht. Dieser Gang ist der Gang der Hölle. Gang der Hölle, er krabbelt direkt weiter. Ja, da wirst du gleich auch reinkrabbeln, mein Freund. Dein Hausflur ist auch der Gang in die Hölle. Bei dir zu Hause. Ja, ja. Wir sollten noch Pause machen. Weißt du? Ja, ich muss auch mal kurz. Es wird kriechend weitergehen. Okay, also jetzt kommen wir in den Teil, wo wir über Knochen kriechen müssen. Es ist jetzt kein Spaß. So ist der Beginn eines jeden Horrorfilms, ne? Man teilt sich auf die... Nein. Überall. Fucking Knochen. Da steht echt die Kerze da hinten, Leute. Ich kenne den Geruch. Das ist CS-Gas. Wie so eine Frauenstimme habe ich gehört. Ja, du auch? Ich kann irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt nicht darüber lachen. Können wir nicht einfach zum scheiß Thron oder was, ey?